So Leute, und weiter geht's bei Half-Life 2 Episode 2. Oh, meine Fresse, ey, so. Ah, Freeman. Ja, es ist gut. Alex Vance ringt mit dem Tode. Die meinen sind noch nicht da. Fürs Erste müssen wir ungestört sein. Naja, also das. Wenn du schon da bist, Freeman, kannst du uns auch helfen. Jo. Ich erkläre dir, die Ameisenlöwen sind suchen. Hier ist Nachschub, wenn was ist. Medikits, Munition und so. Alles klar, braucht nicht. Ihr braucht das eher, denn ihr seid unfähig zu überleben. Bescheuerte ihr, ey. Oh, Mann, ey. Uah. Wegen euch ist mir gerade mein Dings da drauf gegangen, mein Part. Dann muss ich die Folge nochmal neu machen, Mensch. Kasli. Ja, ich komme schon. Erzähl. Na, erzähl. Der Sensor leuchtet, wenn ein Ameisenlöwe durch den Tunnel kommt. Mhm. Mehr Lichter heißt mehr Ameisenlöwen. Aha. Wenn ein Tunnel aufleuchtet, blockieren wir ihn mit Türmen. Ganz schön einfach, ha? Hey, Doc. An sich ja nicht. Auf dem Weg hierher. Dir ist niemand gefolgt, oder? Nein. Wir sind angespannt, denn hier wimmelt's von Ameisenlöwen. Ist neben noch ein Geschützthema? Was ist denn? Wieso ist hier nicht ein Geschützthema da? Was ist das denn für Mist? Nun ja, ich würde es nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Wir haben nur noch 2 Türme. Und selbst die sind nur noch mit Draht und Klebeband zusammengehalten. Aha. Gut, sie da zu haben. Aber ich würde nicht die Hand für sie ins Feuer legen. Na, ne, muss auch nicht. Also. Zeig Dr. Freeman doch mal, wo der Nachschub ist, ja? Ja, dann zeig mal. Oh ja, da unten beim Wort. Alles, was du brauchst. Ja. Yeah. Die kommen. Ein Licht. Gehen wir. Schützen wir den Wort. Wunder von da, alles klar. Ja, also. Ja, ich jetzt gerade. Hey, hol dir eine Waffe. Unten beim Wort. Ja, ich hatte schon eine. La 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 la. Wir haben den Durchbruch. Alles okay, solange sie nur einen Tunnel nehmen. Hey, Freeman, kümmere dich um die Türme. Na, nee, kann ich nicht. Ihr seid unfähig. Ich kümmere mich hier mit drum. So. Kann mich gar nicht um die Türme kümmern, aber wie gesagt, ihr seid sehr unfähig. Was also seid ihr eigentlich in der Lage? Es war richtig ruhig hier, bis du kamst. Ich zeig dir gleich, es war richtig ruhig, bis ich kam. Schwarm bei 24! Komm, beeil dich, los! Komme schon, komme! Ja, schreit ihr eigentlich so rum die ganze Zeit? Ja, dann kommt mal, die Käfers. Komm, fort. Schon, bleib dran! Bleiben wir einfach hier! Nee, da geht's ja da hinten irgendwie eine, da sag ich dann da. Wir haben 36! Deck 12, Doc! Hey, wenn du das nächste Mal eine Wanze siehst, holst du sie gefälligst runter! Hab ich nicht gesehen! Was willst du von mir? Klar, die sind nur 1,20 groß! Was willst du von mir? So. La 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 la
Vergiss es. Wir haben den Durchbruch. Hey Doc, Deck 24. Oh Gott, die kommen wohl überall. Wer hat 12? Hier. Nein. Was? Da, ich muss. Kriegt ihr das hier alleine hin? Ich weiß nicht, ob ich das. Ich hab 10! Ja, wir alle haben 10. Da sind hunderte davon. Hey, Doc, deck den Durchbruch. Bei 12! Wir haben 24. Was war mit dem Loch los? Pass mal, ihr macht da, ich mach da. Wie kommst du denn da drauf? Wir haben 12 Eindringlinge bei 36 und der Durchbruch und 24. Oh Gott, die kommen von überall. Ich lag hier, Leute. Mach so und so, ne? Also. Da wird es brutaler, glaube ich. Ah ja, klar, da geht's doch auf, das ist aber. Zwei Lichter! Wir können nicht mehr lange! Wir nehmen 36. Du musst alle Tunnel beobachten, Freeman! Ach nein! Das heute richtig? Wieso muss ich die ganze Scheiße hier machen? Naja, gut, okay, was soll's. Hahaha. Unser Schiffsreiser. So, komm, 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 komm. Hand an der Maus und los geht's. Seid ihr überhaupt so nicht in der Lage? Oh nein. Drei Lichter! Wir haben 3 Lichter! Warum sind das so viele? Da haben wir uns wohl verschätzt! Warte, keine nicht Sorgen. Das ist ein Vortikon. Los! Oh Gott! Los! 3 Lichter! Oberhand! Verdammt! Jetzt mach mal halblang da, Mensch. Was hast du denn genommen? Ich bin so ängstlich, ist doch nicht schlimm, ist doch nur. Ja, yay! Yeah.
Hey, die Worts haben's geschafft! Ja, ja, das war's. Ein bisschen Angst machen. Ja, ja, komm, hör auf zu sammeln, Mensch. Bedauerlich, die Verzögerung. Wir töteten viele Ameisenlöwen. Gut. Doch viele sind noch übrig. Ah. Alex Warz braucht unsere Hilfe. So kann's kommen, nicht wahr? So viele Ameisenlöwen. Komm, sieh zu, ich hab ordentlich unendlich viel Zeit. Meine Fresse, Mensch. Nicht wahr, oder? Boah. Das ist brutal. Was soll denn der Mist jetzt? Warte mal. So, One-Hit-Kill aus. Nein! Ausmachen. Nun zum nächsten dringenden Problem. So, los geht's, Ladies and Gentlemen. Ab jetzt. Yep. Sie ist schwer verletzt. Darum kümmern wir uns. Eine tiefe Versenkung in der Vortessenz ist nötig. Ganz recht. Wir benötigen das Larvenextrakt. Ah, ja. Das Extrakt. Ja. Gut. Ich will das Extrakt suchen, das tief im Nest, im heiligen Nektar. Versteckt ist. Ach ja, ich erinnere mich. Aber allein werde ich es nicht schaffen. Jetzt. Naja. Wir müssen bleiben, um Alex Vance am Leben zu erhalten. Bitte, Freeman, komme er mit. Nimm Dr. Freeman. Ja, ich komme mit und lass dich verarschen, du miese Ratte. Richtig. Oh Mann, nicht so grob sein, ne? Also, ja, komm jetzt. Wir haben ordentlich unendlich viel Zeit. Ich hab nur noch 7 Minuten. Ach, du gehst mir so auf die Nerven, Kollege, wenn du das wüsstest, ey. Weil du veräppelst mich jetzt. Wir könnten eigentlich den Fahrstuhl da hinten runterfahren. Und wenn sofort da, wo das ist. Nein, mit dem Tunnel dann kaufen wir hier. Ah, Katastrophe. So, los geht's. Entschuldigung. Schalalalalala. Lalalalalala. Aber hier ist der Schatz. Boah, das ist doch mal, aber gibt's noch mehr Leute? Boah, Gott, was war jetzt das, ey? Wow. Komm mal. Hier ist voll verpackt, oder was? Was soll denn los da? Boah, geht doch kaputt, Mensch. Ja, komm. Ja, noch einer, was soll denn das? Sag mal. Ja, ich sehe schon hinter den Leuten. Ach ja, dieser Äppler, ey.
Also so langsam ist aber auch immer mal gut jetzt mit euch, ne? Also. Zack. Hitkill gemacht, weil eben alles so einfach ist das. So. Komm, lass es gut sein. Sag mir, lass es gut sein. Bist du taub im Kopf oder was? Diese Spuren früherer Bewohner betrügen mich. Zack. Dr. Freeman, dass wir einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ja, bin schon dabei. Beruhig dich und lass mir Zeit. Zack. Ein Rätsel von der Art, für dessen schnelle Lösung doch erfüllen würde jetzt. Zeig dir, wenn du so groß aus dem Bild so willig bist du noch nie gewesen, Kollege. Hast du verstanden? So und zack. Oh, Mann! Oha! Hey! Ja, komm. So, zack. Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt gerade sagen. Oh nein, nein, Mensch. Mann, oh Mann. Entschuldigung, Entschuldigung. So, ich habe mal hier. Hier ist der Hund. So. Vergessen. Warte, das hast du nicht im Weg nochmal. Da. Boah, na. Da bin ich total umgefallen. So, jetzt wieder runterkommen lassen. So, zack. So, jetzt nimmt man das. Und legen die alle da drauf. Das ist dafür, damit der Gewitter mit dem Fahrstuhl nicht sofort hoch wäre, dann ich das halt auch drauf zu kommen und dafür dann hoch können. Dafür ist das. Das war's, ne? Nuka. Vernünftig zum Haus. Komm, richtig, so. Da. Oh Mann. Da ich echt einen Ohrwurm davon. Oh, ey! Sag mal! Hagelt's noch? So. Ab geht's. Yay! So, gleich haben wir es aber auch schon geschafft. Zeug, das nichts. Warte mal. Wieder ausmachen. Nein, ausmachen, sonst ist es das gleiche. So. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ja, komm jetzt. Was soll denn das schon wieder? 1, 2. Aber das ist doch, ne? Moment mal, davon kommt ja die Spinnen, glaube ich, ne? Ich glaube, es sage. Jetzt komm doch schon. Zu bedauern ist der Generator für die Antwort. Zu bedauern bist du, weil du mich verarschst, du für erschlagen werde, Junge. Och du Lieser, was ist das denn? Ey? So. Ja. Nee, falsch. Hier müssen wir nicht lang. Nein. Wir müssen hier lang, richtig. Da. Sag mal! So lang hab ich das. Leute, so lang ist aber auch mal. Sag mal, also. Was ist noch mit euch, sag mal?
welches Hindernis. Jetzt kommt hier, glaube ich, schon gleich der nächste. Auf. Ja, hier kommt auch gleich der nächste Pass. Ah, nehmen wir erstmal noch das hier, genau. So. Eins. Zwei. Ja, Mist. So. Ja, was ist das? Mama! Oha! Und nun muss ich jetzt nach oben, ne? Ja, klar muss ich jetzt nach oben. Da, die Leiter muss ich natürlich hochklettern. Keine Grube ist perfekt, ohne einen Freeman, der ausgeschaltet. Keine Grube ist perfekt. Ja, natürlich ist keine Grube ohne mich perfekt, also sag mal. Selbstverständlich nicht, ja. Also. Und wenn man was anderes zu behaupten, der hat das noch nicht. Der hat das Leben noch nicht kriegen. Dieses Gerät sollte die Angriffe der Arsenal meisterhaft abwehren. Ja, ich wäre alles Meister, aber weiß ich noch mal. Sollten wir uns einen Weg dorthin machen. Ich bin jetzt hier, so. Ja gut, wir sehen den Fall, ich war ganz kurz zu tippen in der Länge. Geht das dann anders? Du auch, du so. Zack, du, are you ready? Ach so, komm. Ja, ja, so. Das hätte immer so aggressiv, so hektisch und so. Ich weiß auch nicht. Du hast auch wirklich ein bisschen mal was das ist jetzt aber hallo. Ja. Oh, das dauert so lange, da bis er runterkommt. Kann ja wohl. Aber weil die Haare so ist, das ist so. Der Fahrstuhl. Ja, ich weiß, dass er kommt. Der hat mich schon aktiviert, sag mal. So lange ist doch mal gut. Jaha, jaha. Moment mal. Hast du ja wieder eine Kurbel, aber nein. Das ist hart gewesen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so hoch springen könnte. Mann, oh Mann. Gott, na. Der fährt mit dem anderen hoch. Na gut, ich habe den Part kurz durch. Weil halt, weiter geht's im nächsten Part, aber. Wir sind so Mittagfutter, ne? Yay. Muss ja auch sein, ne? Unten weiterkämpfen. Ja. Unsere Flucht nicht gewahr. Ja. Nun, dies ist alles sehr amüsant. Du hast nicht so viel sammeln, du hast nicht so viel Aufgabe. Die Rettung von Alex. Und. La. Die Ruhe der Ewigkeit. Es besänftigt die Seele, nicht wahr? Ah, der alte muss extra zu gewinnen. Wird nicht einfach sein. Wo ein Rechter ist, sind die Armenhaufen gar so. Sie werden meist in der Nähe der Jungen investiert. Da wird erstmal nicht. Naja, aber da gehst du auch hin. Was ist denn hier denn dann? Ich glaube, ich muss doch aber hier lang, oder? Nee, da kann ich gar nicht lang. Da ist das. Okay, nach oben. Ja, ich beeil mich schon. Ich beeil mich schon. Ich muss ein bisschen schneller machen.
jetzt beeile. So, jetzt glaube ich kommt ein neuer Part, oder? Nein, scheiße, noch nicht. Gut, machen wir noch Effix. Ne, eben noch diese Kleinigkeit hier erledigen. Oh nein, das war ein dummer Fehler von mir. Ah! Das war jetzt aber doof. Das war jetzt aber oh, ganz schön doof. Aber trotzdem richtig. An dem Moment. Aktiviere den Fahrstuhl. So Leute, macht man das natürlich nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Das war doof. So, aktiviere den Fahrstuhl, dann brauchen wir das Zahnrad. Der Zahnrad ist nämlich der hier. Na, komm so. Geht schon, der Zahnrad fehlt nämlich. Da. Zack. Ey. Der wollte sich nicht geschmissen. Ja, wo nicht war das jetzt? Das gibt's doch jetzt nicht. Ach, da ist es ja. Sag mal. So, und zack, jetzt. Und das noch. Und are you ready? Los geht's. So. Jetzt kommt er runter, dann gehen wir gleich dahin, ne? Oh, und dann haben wir den Fahrstuhl nämlich ganz nach oben und sind auf einmal wieder da, wo wir angefangen haben. Ich kenne diesen erschlagen. Naja, was soll's. Ist halt so. Was ist jetzt? Achso. Vergessen. Ich fahre hinab. Na, dann komm, nicht so. 10 Sekunden hast du Zeit, schon zu langsam. Noch einen Moment, Freeman, ja, dass wir gemeinsam gehen. Jetzt gehen wir schnell runter. Nicht schlecht. Nein. So, jetzt komm mit, du Holzkopf. Dr. Freeman hat diese Aufgabe hervorragend erfüllt. Du elender Verarscher. Der Duft reifer Vollkommenheit. Du sollst wirklich voll. Mir nach, ja, Freeman. Ja. Ich will die Quelle suchen. Ja, dann komm. Er hat das Schwerste. Du weißt doch, wo sie ist, du Lügner. Zutritt zu diesem Raum. Nicht das lügen. Leben von Alex Werns liegt in fähigen Händen. Sieht das hier aus, oder? Guck dich das mal an. Wow. Wunderschön. Mann, oh Mann. Wo bleibst du denn jetzt, Holz? Sieh zu, wir haben noch nicht so viel Zeit. Wegen die Wette packt jetzt 30 Minuten. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ah, so viele Larven. Das Aroma steigt einem zu Kopf. Jetzt geht's ab, Ladies and Gentlemen. Ach Mensch, ne Leute. Ja und nun? Ausgezeichnet. Ich hau von Larvenextrakt. Hast du genommen? Dies sollte nicht lange dauern. Okay. Hast eine Sekunde Zeit, schon zu spät. Hast schon zu lange gebraucht, Kollege. Ein Sekret bester Qualität. Aha. Kehren wir nun zu Alexander zurück. Ja, dann kommen sie zu schnell, sonst hau ich dich. Noch schneller, schon wieder zu langsam, wie immer. So, und jetzt gehst du in den Fahrstuhl, jetzt sind wir direkt oben bei Alex. Ich erschlage den Typen, Leute, ganz ehrlich. Und ihr werdet doch gleich sehen, warum ich ihn erschlage. Werdet ihr gleich ganz deutlich verstehen. Vor mir sieht zu, Bewegung, noch schneller, schon zu langsam wieder. So, komm. So. Are you ready? Und jetzt pass auf, Leute, gleich werdet ihr sehen, warum ich veräppelt wieder. Die wir nur von Vortigons kannten. Ach, warte mal, der Fahrstuhl war ja, glaube ich, gar nicht tüchtig. Das stimmt, deswegen ging es ja nicht. Ach Leute, ich hab's ja ganz vergessen. Der Fahrstuhl war ja nicht durch, da war ja das Zahnrad nicht da und so. Da war ja was, richtig. Stimmt, deswegen konnten wir den Fahrstuhl auch nicht nach unten fahren. Ja, okay, mein Fehler, Leute. Ja, das hatte ich ja völlig außer Acht gelassen, Mensch. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Na gut. Noch schneller, wieder zu langsam, wie immer. Ja, still, sehr geschwindelt. Verlieren wir sie, verlieren wir alles. Ja. So, jetzt braucht ihr auch einen. So. Seht, das Extrakt. Ja. Wundersames Sekret. Schnell,
nehmen wir nun das Extrakt in uns auf. Ja. Ein Mensch ist nötig. Gut. Zu uns, Freeman. Ja. Jetzt geht's ab. Jetzt wir verknüpfen Dr. Freemans Leben mit dem Ihren. Ja, es wird schneller. Fast mortal ist das Band zwischen euch. Dr. Freeman. Jetzt kommt wieder der Chief. Dies ist vielleicht nicht der günstigste Moment für ein kleines Gespräch. Doch ich musste warten, bis Ihre Freunde anderweitig beschäftigt sind. Früher war Miss Vance Ihnen unwichtig. Damals war ein Mensch für Sie nur ein Brecheisen, das Ihnen in einem Stahlgang entgegenkam. Als ich sie aus Black Mesa holte, musste ich mir oft anhören, sie sei doch nur ein Kind und ohne praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, diese Zweifler zu ignorieren, solange ihr Einfluss noch zu groß war. Dennoch, ich vergeude meine Investitionen nicht und weiß, dass sie mehr wert war als dieses erste Urteil. Darum erwarte ich jetzt von Ihnen einen kleinen Gefallen zum Dank für Ihre eigene Rettung. Bringen Sie sie sicher nach White Forest, Dr. Freeman. Ich wünschte, ich könnte selbst mehr tun. Aber ich unterliege leider bestimmten Einschränkungen. Also, nun, hör mir gut zu, mein Kind. Wenn du deinen Vater siehst, sag ihm Folgendes. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Sie rührt sich. Ja, ihre Portalform ist wieder intakt. Wir haben einen furchtbaren Verlust verhindert. Ja, oh Gott. Auf jeden Fall. Still liegen. Oh mein Gott. Puh. Ich dachte wirklich, ich wäre tot. Ein Combine-Jäger hatte sie schwer verletzt. Ein Jäger. Das war's also. Wir haben Knochen gerichtet und den Kreislauf wiederhergestellt. Doch es war Dr. Freeman, der ihre Wortessenz zurückholte. Das ist Gordon. Wie lange war ich weg? Ein paar Stunden. Gelobt. Stunden? Ach, wir müssen doch weiter. Noch einen Moment. Aber wir müssen nach White Forest. Es ist eine wichtig. Stunde. Keine Sorge. Nee, gar nicht mal. Wir werden euch den Weg weisen. So, jetzt soll sie versuchen aufzustehen. Ja, das schon mal auch, wenn es ist. Wow. Ich weiß nicht, was ihr getan habt. Willkommen zurück. Aber schön. Ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Kommt nun. Ich will euch den Weg nach White Forest zeigen. So, Leute. Komm schon, Gordon. Neben mich. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal bei Half-Life 2 Episode 2. Bye.